Hallihallo und willkommen zurück hier wieder beim Team Farming Projekt hier auf der schönen Hof Bergmann. Ja, zusammen mit dem Manuel. Moin, ja, 6.43 Uhr, neuer Tag. Ich habe mich in den Drescher geschwungen jetzt mal. Und ja, wir gucken mal, wie weit wir da heute kommen werden. Genau, was du auch noch machen kannst, so nebenbei, ist mal wieder oben das Mehl von der Roggenproduktion wegnehmen, dass da weiter produziert werden kann, weil durch das Vorspulen dürfte da ja einiges sein. Ich muss einmal kurz was erledigen. Die Schweine. Kurz dahin fahren. Wir gucken mal, wie jetzt der Verkaufspreis ist. Gucken wir mal. Ja, dann gucken wir mal, dass wir hier das Feld runter bekommen. Ich weiß gar nicht, hatten wir noch irgendeine Mission am Laufen? Ich weiß ist nicht. Wieder, wenn man in der neuen Woche ist. Ja, doch, oh, doch, ja, auf der 12. Ja. Well, den tue ich gleich mal anschmeißen. Wenn ich... Ach, da ist er. Oh, da brauchen wir Saatgut. Ah ne, der ist ja eingestellt, dass er automatisch holt. Genau, das ist. Hab mal was verkauft. An den Big Bigster. Oh. Gut. So, gut. Na, hoffen wir mal, dass das funktioniert. Ja, es ist immer, wenn man eine Woche keine Aufnahme gemacht hat, muss man immer erstmal wieder überlegen, was haben wir denn alles gemacht? So, gut, dann geht das hier weiter. Ah, ist das schön mit GPS-Dreschen. An, Tempomat an, Beine hochlegen. Na, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht bald mal ein neues Feld kaufen können. Das wäre mal noch eine tolle Sache. Weil wir wollen ja irgendwann mal hier ein bisschen vorankommen. Ja, sicher. Tja, neue Woche, neues Glück. Boah, und ein Autosave. Ah, wir können mal gucken. Oh, Ziegenmilch, 1700 Liter, das ist gut. Oh, 2600 normale Milch. Und, oh, die Enten müssen gefüttert werden. Ach, da muss man auch ran. Alles wichtig hier. Dann wollen wir mal schnell gucken zur Mehlfabrik. Da habe ich ja den Sprinter schon letzte Woche noch hochgeschickt. Hab ihn. Das heißt, man kann Mehl gleich einladen. In der Mehlproduktion. Oh, Lohnzahlung. Ja. Aber es kommt schon. Servus. Moin. Servus. Ja, schon wieder Produktion gemacht. Zack, 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 zack. 8 Milsäcke haben wir wieder. Ja, die produzieren ja sehr schnell da. So. Voll der Drescher. So, dann bin ich ja mal gespannt, ob das diesmal mit dem Saatgutaufladen klappt. Aber es wird nicht gehen wegen dem Dünger, genau. Na gut, dann müssen wir vielleicht gleich mal hinspringen. Ich hau mal gleich das Mehl in den Sprinter schon mal, die Säcke.
Es ist schon ziemlich viel, was dabei rausspringt jetzt schon. Wow. Tja, auf jeden Fall. Ja gut, der scheint da zu Es sind sein. auf jeden Fall viele Mehlsäcke. Gut, da müssen wir Aber das vielleicht jetzt wäre man vielleicht mit einmal. dem Sprinter, wenn man den vielleicht andersrum hinfahren könnte. Oder? Ich habe im Übrigen was im Hof Bergmann Forum gelesen, dass es sich rein theoretisch gar nicht lohnt, Saatgut selbst herzustellen, Eigentlich warum? weil es viel zu teuer ist. So, das heißt, wir müssen da jetzt in Zukunft mit Big Bags arbeiten. So. Da fliegt der Müllsack in die Tonne. Weil das Ding ist, dieses Rubin, was man dazu braucht, wo war das? Da kosten 2000 Liter 2600 Euro. Boah, das, ja, Plus, ich weiß nicht, wie viel man da jetzt braucht, aber wenn man dann noch das Getreide dazu rechnet und wenn du dir jetzt einfach ein Big Bag mit Saatgut kaufst, kosten 2000 Liter 900 Euro. Na, das ist ja viel billiger. Also es rechnet sich rein theoretisch nicht. Also deswegen werden wir da in Zukunft auch einfach wieder Big Bags kaufen. Das heißt aber für mich, ich brauche einen Kramer mit Big Bag Zange. Oh, das ist das Ding da oben. Dann bereiten wir den nämlich schon mal vor. Soll ich weiter dreschen? Ne, ich mach gleich. Ich will nur schnell den Kramer zum Shop schicken. Wo kommt denn der Stroh noch mal hin? Kompost. Kompost. Wo ist... Da ist er. Ja. Das. Röhrchen rein. Röhrchen rein. Oh. Röhrchen woanders. Denn was wir auch überlegen können, ob wir die Pferdezucht am Hof in Betrieb nehmen. Da brauchst du irgendwie zwei Pferde, ein bisschen Hafer, ein bisschen Hobelspäne. Was 50.000 am Ende für ein Pferd. Und ja, da kommen alle paar Tage kommt dann wohl auch ein neues Pferd. Das kann man dann auf die Pferdekoppel nach drüben bringen. Ich wollte doch zum. Wäre eine Überlegung. Ja, ach, ich wollte doch zum Kompost rüberfahren. Weil ein bisschen Heu, Ja, also beziehungsweise ja. Heu haben wir jede Menge. Hobelspäne kriegen wir auch relativ günstig. Aha. Ja, und das 5 Minuten Reiten pro Pferd, das kriegt man, glaube ich, auch noch hin. Da fällt mir gerade wieder was ein. Man kann ja die Pferde umbenennen. So. Ich hatte mal mit Moritz und zwei anderen, beziehungsweise zuerst nur mit Moritz, dann mit noch zwei anderen, haben wir mal Raft gespielt. Und da haben wir dann irgendwie zwei Ziegen gehabt, die haben dann Bennett und Simon geheißen. Müssen wir mal gucken, vielleicht können wir ja wieder einen Bennett hier kaufen. Stimmt, apropos Bennett. Heute ist Montag. Heute ist der 25. Heute hat Bennett Jubiläum Stimmt. im Team Gacki gespielt. 2 Jahre. Das ist ja nix. Also, Bennettchen, herzlichen Glückwunsch. Ja, von mir auch. Da habe ich auch schon meinen Folgentitel für Von mir auch heute. herzlichen Glückwunsch. Tja. So, ich bin schon wieder halb voll. Das ist Wahnsinn hier. Da geht einiges Sag uns runter. mal, haben wir eine Walze auf dem Hof? Ne. Nein.
Für was? Da schon ein bisschen Platz vorne. Das Verdichten, da musst du nur einmal drauf fahren, dann ist das Achso. auf Gut. 100%. Ja, okay. Das ist nicht so wie Silo. Ach ja, ich mache ja gerade im Singleplayer, mache ich ja gerade, also kein Projekt, sondern ich habe ja, gibt ja die Flatmap im LS19. Und da habe ich jetzt ein Silo platziert. Ja. Ein Häcksler genommen. Ein Riesenfeld habe ich mir gemacht mit dem 6-Meter-Flug. Ich Wow. saß, wie lange saß ich dran für das große Feld? Oh, grüß mit 5 Stunden oder so in Real Life. Wow, ordentlich. Manchmal geackert. Und das ohne Helfer. Oh. Ich hab danach meine Füße erstmal weich gegrillt, weil die eingeschlafen sind. Ja, wenn man länger was macht, das ist schon anstrengend. Ich weiß, ich hatte ja früher des Öfteren mal 12-Stunden-Streams gemacht. So lange? Das ist, ja. Und es gab mal einen Verrückten, der mal im Team war, der hatte einmal einen ETS 24-Stunden-Stream gemacht. Da war ich aber nicht die ganze Zeit dabei, weil das 12 Stunden sind schon verdammt anstrengend. Aber 24, das ist ja noch schlimmer. Tja. Ja, ich habe mal 24/7 gemacht, also von dem her. Was ich da alles mitgemacht habe, ja. Ich hatte vielleicht, wie viel Stunden Schlaf hatte ich? Ich musste einmal einen Tag komplett ausschalten. Und erst später Oh. weitermachen und eine halbe Stunde Schlaf gehabt, nur. Oh, naja, Weißt du, wie es mir es danach ging? Also, ja, ich war krankenhausreif, ehrlich gesagt. ja, also ich bin nach 12 Stunden war ich schon fix und alle. Sollten wir überlegen, einen größeren Ladewagen und irgendwann uns mal zu gönnen. Kann man alles irgendwann mal planen? Ja. So, dann gucken wir mal kurz. Ach, da ist ja noch zu. Um 8 macht er auf. Gut, aber dann kaufen wir schon mal Saatgut. Ja, dann stehst du jetzt hier halt vor der verschlossenen Türe. Ja gut, die hat noch ein bisschen. Das passt. So, ist der jetzt gleich für? Naja, nicht ganz voll, aber wir können den doch. Warte mal, wir sind hier auf Feld 3. Feld 3. Und dann haben wir hier Getreidehof Silo. Zack. So. Dann macht der automatisch hier mal weiter. Aha, ey, hallo, fahr mich nicht über den Haufen. Hallo, Autodrive. Gut, müssen wir mal das Rohr wegmachen. So, komm, lass mich hier durch. Nee, 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 nee. Der macht hier Sachen. Hier geht's weiter. Da müssen wir dreschen. Abfahrer, Abfahrer. Ja, du fährst schön rückwärts da. Keine Ahnung, wieso fährst du rückwärts?
Muss man nicht kapieren, was der da hinten treibt. Ach, das ist gut. Der Händler macht gleich auf. So. Dann gibt's den Saatgut Big Bag. So, hat er das jetzt geschafft da hinten? Okay. Wo bist du? Der steht immer noch da rum. Aha, danke. Autodrive weiß nicht, was es macht. Nee, das geht so nicht. Fahre zur Abladepunkt. Ja, dann fahr doch dahin. Aber nicht rückwärts. So, dann gibt es da einmal. Gut. Zum Feld 12 einmal. So, das läuft. Ja, da machen wir. Hallo. Ey. Weiter hier. Ey, der fährt wieder rückwärts. Also, sag mal, was macht der denn da? Er macht Blödsinn, macht er. Ja, aber wirklich. Hä? Okay, jetzt... jetzt ist er kaputt. Hä? Nee, wenn ich auf Bremsen gehe, fahre ich vorwärts. Und wenn ich vorwärts fahren will, fährt er rückwärts. Umgekehrt ist dann erster G und B. Ich habe es einmal an, einmal ausgemacht. Jetzt geht das. Keine Ahnung, warum das verkehrt war. So. Jetzt fährst du bestimmt auch vorwärts, oder? Komm. 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 Ja, jetzt fährt er vorwärts. Ah, Technik. Ich sag's doch. Technik. Alles kaputt hier. So. Ja, und mitten durchs Feld. Genau. So, wie weit ist der denn eigentlich mit der Ansehmission? 63%, ja. Ja. Das sind 50.000, die danach herauskommen. Das nimmt man gerne mit. Und ich schätze mal, bis wir da fertig sind mit der Mission, kann er hier schon weitermachen gleich. Das heißt, was müssen wir denn mit dem Feld hier machen? Oh, das braucht Kalk. Dann müssen wir das vorher grubbern. Musst du pflügen? Oder pflügen, ist egal. Weil durch diese komische Fruchtzerstörung, die ja hier drin ist, kannst du ja direkt nicht kalken. Hm. Naja. Oder haben wir einen Gruber vielleicht sogar? Ich weiß ich gar nicht. Gucken wir doch mal nach. Wir haben den Flug. Nee, haben wir nicht. Der Flug hat ja 6 Meter. Wir könnten 5 Meter, 6 Meter. Ja, das ist dann alles gleich so richtig teuer. Nee, das ist nicht gut.
Oha, ah, da haben wir ja schöne. Was hat der auch? 6 Meter. Ja, ich glaube, dann fliegen wir. Beziehungsweise lassen fliegen. Das dauert sonst wieder zu viel oder zu viel, zu lange. Ich kann kein Deutsch mehr. Dann lernst du. Und lernst. Aber echt gut, das lerne ich bis morgen. Für heute sind wir nämlich erst einmal fertig. Wie gesagt, morgen 17 Uhr geht's weiter. Schaut gerne wieder rein. Däumchen, Kommentare und so weiter. Gerne gesehen. Ich sag tschüss, bis Tschüss. morgen.